Sehr geehrter Herr Verheugen, sehr geehrter Herr Professor Streeck, sehr verehrter Herr Professor Tschader, lieber Oberbürgermeister Griesert, liebe Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dem letzten Friedensgespräch im Jahr 2016 hier in Osnabrück und freue mich ganz besonders, heute hier das Grußwort halten zu können, obwohl Sie möglicherweise Herrn Lücke erwartet haben als Präsidenten unserer Universität. Er ist leider kurzfristig verhindert und kann den Termin heute nicht wahrnehmen, hat mich gebeten, ihn als Vizepräsidentin der Universität zu vertreten. Und das mache ich besonders gern, weil ich mich den Friedensgesprächen sehr, sehr verbunden fühle. Ich bin seit einiger Zeit im wissenschaftlichen Beirat der Osnabrücker Friedensgespräche. Und so ist es mir eine Ehre, heute das Grußwort sprechen zu können für dieses ganz besondere Friedensgespräch. Das Zeitgeschehen in diesem Jahr hat schon einiges erschüttert, was man immer als so selbstverständlich genommen hat. Und was ganz besonders überraschend kam für viele Menschen, war der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, der sogenannte Brexit. Viele hatten das in Europa, in Deutschland für unmöglich gehalten. Ein Szenario, das niemand so recht hatte glauben wollen, sondern eher vielleicht als Drohkulisse wahrgenommen hat. Denn die Europäische Union, so wie wir sie kennen, steht für viele Menschen eigentlich genau für das Gegenteil, für einen Garanten für Einheit und für Frieden in Europa. Die Europäische Union hat Staaten zusammengebracht, die zum Teil viele hundert Jahre lang nur verfeindet Seite an Seite haben existieren können, und seit dem Bestehen der Europäischen Union hat man hier ein Konzept entwickelt, das Frieden und Stabilität in einem Teil der Welt garantieren sollte. Auch weltweit, immerhin hat die Europäische Union keine gemeinsame Armee, ist die Europäische Union häufig als Friedensmacht wahrgenommen worden. Und jetzt ist die Frage zu stellen, ob die Europäische Union diesen guten Ruf nun verlieren wird. Kann sie weiter bestehen als Friedensmacht in der Welt? Ich möchte aber auch noch eine andere Perspektive einbringen. Und die hängt vielleicht mit meinem Alter zusammen. Ich habe die Europäische Union immer als selbstverständlich genommen. Genauso wie ich lange, lange Zeit, gerade zu Beginn der Schärfung des politischen Bewusstseins, Frieden als selbstverständlich genommen habe. Als ein Mensch, der in den 70er Jahren geboren ist, als die Wende kam 1989, war eigentlich der Kalte Krieg allein nicht mehr eine real existierende Drohkulisse für mich. Die Europäische Union hat sich also vielen Menschen meiner Generation als etwas verkauft sozusagen, was man als Reglementierungsapparat, als Rahmen wahrgenommen hat und eben nicht in seinem Grundgedanken als Garantie für Frieden. Dieses Bewusstsein ist eigentlich erst sehr viel später gekommen. Und ich finde das ganz wichtig, sich auf diesen Grundgedanken zurückzurufen und ihn aber heute auch gleichzeitig hier möglicherweise kritisch zu diskutieren. Die Friedensgespräche haben hier also ein Thema aufgegriffen, was unmittelbar mit einer Konzeption von Frieden im Zusammenhang steht. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir hier zwei Personen heute für unser Podium gewinnen konnten, die ganz unterschiedliche Perspektiven auf die Europäische Union mitbringen. Lieber Herr Verheugen, lieber Herr Streeck, ich darf Sie beide nochmals ganz herzlich zu unserem heutigen Friedensgespräch begrüßen und danke Ihnen herzlich, dass Sie den Weg nach Osnabrück gefunden haben. Einige Worte zu Ihrem Werdegang, und ich bin sicher, wenn ich diese Werdegänge der beiden Personen noch mal kurz referieren darf, dann steigt die Spannung auf das, was wir heute im Friedensgespräch hier hören wollen. Lieber Herr Verheugen, Sie waren seit 1999 10 Jahre lang in Brüssel, zunächst als Kommissar für Erweiterung und wie das Amt dann ab 2002 hieß, und das muss ich noch mal ablesen, als Kommissar für neue Nachbarschaft.
2004 wurden Sie Kommissar für Industrie- und Unternehmenspolitik für die Amtsperiode des portugiesischen Kommissionspräsidenten José Manuel Barroso, den Sie auch als Vizepräsident unterstützten. Seit dem Ende Ihrer Amtszeit, seit 2010, lehren Sie als Honorarprofessor europäisches Regieren an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt an der Oder. Begonnen haben Sie Ihre Laufbahn allerdings als Journalist und nach dem Volontariat studierten Sie Geschichte, Soziologie und politische Wissenschaften in Köln und Bonn, kamen 1969 als Referatsleiter für Öffentlichkeitsarbeit in das von Hans-Dietrich Genscher geleitete Bundesinnenministerium. 1974 gingen Sie mit Genscher in das Auswärtige Amt. In der FDP übernahmen Sie 1977 das Amt des Bundesgeschäftsführers und 1978 des Generalsekretärs. Nach dem Ausscheiden der FDP aus der sozialliberalen Koalition von Kanzler Schmidt wurden Sie 1982 Mitglied der SPD und kamen 1983 als Abgeordneter in den Bundestag, wo Sie lange Jahre im Auswärtigen Ausschuss mitwirkten, bevor der Ruf aus Brüssel kam. Professor Streeck, meine Damen und Herren, ist in erster Linie Wissenschaftler. Auf den ersten Blick ist es alles wesentlich linearer, aber auch nur auf den ersten, denn er leitete von 1995 bis 2014 als Direktor das Kölner Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung. Nach dem Soziologiestudium in Frankfurt am Main und der Columbia University in New York waren Sie, lieber Herr Streeck, wissenschaftlicher Assistent in Münster, anschließend in Berlin. 1980 haben Sie in Frankfurt promoviert und danach waren Sie Senior Research Fellow am Wissenschaftszentrum in Berlin. 1986 kam dann die Habilitation in Soziologie in Bielefeld. 1988 wurden Sie Professor für Soziologie und industrielle Beziehungen an der University of Wisconsin in Madison, wo Sie bis 1995 lehrten. Darüber hinaus waren Sie immer beratend tätig, etwa in der Zukunftskommission der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen, für die Max-Planck-Gesellschaft, die Deutsche Gesellschaft für Soziologie, der Bertelsmann-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung. Und ich habe Ihnen versprochen, nur auf den ersten Blick sieht der Weg linearer aus. Schließlich haben Sie als Gastprofessor im In- und Ausland gelehrt und wurden mehrfach für Ihre Arbeiten ausgezeichnet. Meine Damen und Herren, es ist absehbar, dass wir die Probleme der Europäischen Union heute nicht lösen werden. Aber gerade nach dem Studium Ihrer Werdegänge bin ich sehr, sehr gespannt, welche Argumente Sie austauschen werden. Ich möchte ganz, ganz herzlich Herrn Professor Tschada danken, dass er die Moderation dieses Gespräches heute übernimmt und wünsche Ihnen viel Spaß bei unserem Friedensgespräch. Vielen Dank. Ja, auch ich möchte Sie begrüßen und bevor wir in das Thema einsteigen, auf diese Taube hinweisen. Oberbürgermeister Griesert hat Sie eben hier auf den Tisch gestellt und berichtet, dass es eine von 30, hier ich glaube es ist in Bronze gegossene Tauben, Friedenstauben ist. Es soll sogar eine der ersten sein in dieser Serie. Und diese 30 Tauben repräsentieren die 30 Artikel der UN-Menschenrechtskonvention. Und diese Taube, die soll schon gestanden haben bei Papst Benedikt im Büro und beim Dalai Lama. Und jetzt ist sie im Büro des Oberbürgermeisters und er sagte, sie soll da nicht im Verborgenen blühen, sondern er nimmt sie jetzt zu jedem Termin mit. Morgen ist wieder ein größerer Termin hier. So ein interreligiöser Dialog und da, auch da nimmt er sie mit. Und er, also wenn Sie ihm jetzt begegnen sollten, in den nächsten, ich weiß nicht wie viele Wochen, dann werden Sie ihn vermutlich immer mit dieser Taube im Gepäck antreffen. Vielen Dank, dass Sie uns die hier überlassen haben. Nun zum Thema. Die Europäische Union ist ja nun nicht mehr ganz so friedlich, wie wir das aus früheren Zeiten kannten. Es gibt zwar immer Konflikte, es gab immer Konflikte, aber diesmal ist es wirklich ernst. Es gibt sogar Stimmen, die behaupten, dass die EU inzwischen zu einem friedensgefährdenden Projekt geworden ist, weil sie nicht Konflikte löst und den Frieden bewahrt, sondern eigentlich Konflikte erzeugt. Denken wir an den Euro, den Nord-Süd-Konflikt, Griechenland, Deutschland. Denken wir an den Zustand der europäischen Demokratie und ob
Wir haben hier schon sehr viele Gespräche zu Europa geführt. Die Friedensgespräche gibt es schon 30 Jahre. Und wir haben uns immer wieder mit europäischen Themen beschäftigt. Diesmal haben wir uns vorgenommen, im Wissenschaftlichen Rat der Osnabrücker Friedensgespräche mal ein bisschen zum Kern der Problematik vorzudringen. Also jetzt nicht nur das Loblied der Europäischen Union zu singen, sondern wirklich mal zu fragen, was ist faul im Staate Europa? Trotzdem möchte ich jetzt einleiten mit einem aktuellen Thema. Es geht also jetzt nicht um aktuelle Tagesereignisse, sondern wir wollen wirklich zum Kern vordringen, das kommt aber noch. Aber das aktuelle, die aktuelle erste, Entschuldigung, ich bin ja noch gar nicht dran. Die Taube hat mich jetzt so durcheinander gebracht, das erste Statement hat natürlich Herr Verheugen, Entschuldigung. Ja, also Herr Verheugen, Sie haben das Wort und Sie... Das Thema ist Europa. Das Thema ist, das indem Sie unseren Flyer, das ist, was wird aus der Friedensmacht Europa? Und ich habe jetzt leider schon meine Einleitung vorweggenommen.